hören? Was ist das für eine Frage? Aber okay, ich zeig's euch in einem kleinen Video. Servus Leute, ja, nach einer gewissen Zeit gibt's hier bei mir tatsächlich auch mal wieder einen Tag. Ich habe vor kurzem bei Paddy Loves Books, bei der lieben Paddy, einen richtig coolen Tag gesehen. Der stammt, soviel ich weiß, von Phil's Osophie. Das ist auch ein Booktuber, falls ihr ihn nicht kennst und falls ihr Paddy nicht kennen sollte. Ihre Kanäle sind unten in der Infobox. Ja, das ist der intergalaktische Booktag. Und ich fand den irgendwie cool. Die Fragen irgendwie hat mich angesprochen. Und nachdem ich ja schon eine Zeit lang keinen Tag mehr gemacht habe, weil irgendwie es war nichts Passendes für mich dabei. Und daher den fand ich mal wieder richtig cool und deswegen mache ich den jetzt mal. Der beinhaltet 10 Fragen und ja, fangen wir bei der ersten an. Erstens, Weltall, ein Buch, das nicht von dieser Welt ist und in einer anderen Welt spielt. Tja, in der Welt bin ich bis vor kurzem, wie ihr vielleicht wisst, richtig dick und tief drinnen gesteckt, und zwar in Mittelerde. Und daher, ja, ihr mögt es entschuldigen, aber für mich muss das Mittelerde und der Herr der Ringe sein, die ganze Welt von Tolkien. Das ist so passend wie die Faust aufs Auge für die Frage. Ja. Nee. Gehen wir mal hierher. Dann. Zweite Frage. Schwarzes Loch, ein Buch, das dich komplett in sich hineingesaugt hat. Ja, das war eine richtig, richtig geile Story. Das war übrigens auch das Highlight von mir 2015. Ich bin so krass in die richtig tolle Geschichte von Patrick Hertwig, Maggie und die Stadt der Diebe versunken. Ich war so richtig in der Welt um New York von 1870, spielt es ja. Und ich lese euch mal ganz kurz vor, falls ihr noch nicht kennt. Kalt und düster ist es in den Slums von Manhattan. Ziellos irrt Maggie durch schmutzige Gassen voller Bettler. Sie ist heilfroh, dass sie bei einer Bande junger Diebe Unterschlupf findet. Schon bald fühlt sie sich dort wie zu Hause, bis eine gemeinsame Diebestour sie zu einem Kirchturm führt, der schlimmste Erinnerungen in ihr wachruft. Maggie muss sich endlich ihrer Vergangenheit stellen, doch Licht ins Dunkel kann nur einer bringen, der sagenumwobene Herrscher über die New Yorker Unterwelt. Sehr geil geschrieben, ein absolut tolles Buch, und das, falls ihr es noch nicht gelesen habt, nehmt euch das echt mal her und lest es. Das ist richtig, richtig toll. Also, sonst wäre es nicht mein Jahreshighlight 2015 gewesen. Könnt ihr annehmen. Drittens, Lichtgeschwindigkeit. Ein kommendes Buch, das du so sehr willst, dass du in Lichtgeschwindigkeit zum Release Day reisen willst. Ja, es ist nur das Skript eines Theaterstücks, und zwar von Harry Potter and the Cursed Child, also Harry Potter und das verfluchte Kind, würde ich mal sagen, das 2016 erscheinen soll. Wohl erstmal auf Englisch, aber boah, ist mir ja erstmal Schnuppe. Ich fieber so auf die Story hin,
auch wenn es kein Roman ist. Es ist ein Theaterstück und irgendwo geht die Geschichte für Harry und seine Familie weiter. Ja, und es lässt hoffen, dass es vielleicht doch noch irgendwann weitergeht. Und wenn es eben irgendwie 19 Jahre später erst weitergeht, nachdem ja 2007 der letzte, dann wäre es 2026. Naja, wer weiß. Vielleicht kommt ja dann ein Spin-off raus. Ja. Viertens. Nebula. Ein Buch mit einem wunderschönen Cover. Die anderen drei Vorgänge, die sind auch scheiße wunderschön. Und genauso finde ich wieder Der Schwur des Tigers ist so ein tolles Cover. Ich finde die ganzen Cover von der Tigerreihe von Colleen Hawk, Hook oder wie. Ja, ich finde die so schön gestaltet. Tja, das kann man nur sagen, yay, da habt ihr euch mal wieder richtig Mühe gegeben. Falls ihr die Reihe noch nicht gelesen habt, solltet ihr das auch unbedingt mal nachholen. Ja, große Liebe, verzauberte und verfluchte indische Prinzen und der Kampf eines Mädels, diese Flüche wieder aufzuheben. Eine grandiose Story. Müsst ihr euch absolut mal reinziehen. Tja, dann fünftens. Multiversum, ein Spin-off oder Begleitroman zu einer beliebten, bekannten Reihe. Tja, das passt, denn das habe ich vorhin begonnen zu lesen. Das ist Bloodlines. Das ist das Spin-off zu Vampire Academy. Und falls ihr Vampire Academy noch nicht gelesen habt und ihr erfreut euch ein bisschen an Vampir-Stories, solltet ihr die auf jeden Fall nicht verpassen. Ich finde, Vampire Academy ist eine der coolsten und auch durchdachtesten von der Story von der ganzen Vampirwelt, die ich bisher gelesen habe. Wie gesagt, Vampire Academy ist schon echt toll. Aber für mich, ich begeistere mich für Bloodlines sogar noch mal ein bisschen mehr. Daher Bloodlines sehr geil. Also, und das ist, glaube ich, auch, so wie es ausschaut, das Ende der Story. Das ist der sechste Teil. Also, dann haben wir sechstens, Gravitation, ein Pärchen, das eine ganz besondere Anziehungskraft aufeinander ausübt. Das ist keine einfache Frage. Du hast so einen Haufen echt coole Protagonisten, Pärchen in den ganzen Storys. Was für eines nimmst du jetzt her? Ich hätte auch hier eins raus und hier und selbst aus der Herr der Ringe könntest du eins raussuchen. Aber ich habe mich diesmal für ein Pärchen aus Janine Crocks Flügelschlag, ein Engelroman, entschieden. Und zwar für Juna und Arian. Ich finde die Konstellation irgendwie so schön und auch irgendwie das Pärchen, die Gefühle, die da entstehen und so bei der Story. Das hat schon was. Ja, das ist nicht so plump und so gewollt und oder schleimig, schnulzig wie jetzt
bei den Biss-Romanen mit Bella und das ist, ne, das ist irgendwie cool. Ich lese euch ganz kurz das mal vor. Als Juna, eine junge Tierärztin, eines Abends den verletzten Arian in ihrem Schlafzimmer vorfindet, endet sich ihr Leben für immer. Denn Arian ist nicht nur gefährlich schön, sondern auch ein gefallener Engel, auf die Erde gesandt, um das Verschwinden der Schutzengel aufzuklären. Doch seine Ankunft bleibt auch den dunklen Mächten nicht verborgen. Und so schwebt Juna plötzlich in höchste Gefahr. Ja, ich liebe die Story und vor allem liebe ich auch die Werke von Jeanine Kroc. Ja, warum? Ich finde, ja, die Sprache von Jeanine Kroc überaus cool. Ja, so den Schreibstil, die Ausdrucksweise, die ist, ich finde es einfach schön geschrieben. Ja, deswegen zieht euch das auch mal rein. Da, richtig, richtig cool. Da geht es noch weiter, also da gibt es noch eine Novelle und noch einen zweiten Teil sozusagen, aber so eine kleine Novelle zwischendurch. Ja, dann kommen wir zu siebtens, und zwar der Urknall. Ein Buch, das dich zum Lesen gebracht hat. Tja, und da kommt für mich eigentlich nur Spuren im Schnee von Patricia St. John in Frage. Das Buch ist schon relativ, ja, die Story ist schon relativ alt. Stammt im Original, glaube ich, aus von 1950. Und das ist hier, glaube ich, die 26. Auflage. Ne, wann hast du das schon mal? Buch in der 26. Auflage. Ich finde das Buch immer noch so schön und ich finde die Story immer noch cool, bemerkenswert. Ja, ich will es euch auch ganz kurz mal vorlesen. 7 Jahre ist Annette alt, als ihre Mutter stirbt. Nun muss sie auf dem kleinen Bergbauernhof in den Schweizer Alpen für ihren Vater und den kleinen Bruder Dani sorgen. Bei einem Streit mit dem Nachbarsjungen Lukas verunglückt Dani schwer. Annettes Hass kennt keine Grenzen. Sie scheut kein Mittel, um Lukas zu bestrafen und wird dabei selbst unglücklich. Eines Tages erfährt Lukas, dass es eine Möglichkeit geben könnte, das Geschehene wieder gut zu machen. Er ist zu Außergewöhnlichem bereit, ja, setzt sein Leben aufs Spiel, damit Dani wieder gesund werden kann. Ja, ich finde es eine richtig coole, coole Story und ja, das ist mit ein Grund, warum ich heutzutage so gerne lese. Das ist so, ja, das erste Buch, das ich so für mich selber gelesen hat und ja, hab. Da war ich noch ein kleiner Bub. Also es ist schon echt lang her. Ja, achtens. Asteroid, eine Kurzgeschichte oder Novelle, die du wirklich magst. Und da musste ich echt nicht lang überlegen. Ich habe, ja, das ist die letzte Kurzgeschichte, Novelle, die ich gelesen habe. Das ist ja in gewisser Weise auch ein Spin-off. Und zwar aus der Reihe Zauber der Elemente von Daphne Unruh, wie ihr vielleicht kennt, also Himmelstiefe, Schattenmelodie, Seerosennacht und Blütendämmerung sind die vier Teile, die im Übrigen demnächst nicht mehr als Self-Publishing erscheinen, sondern beim Löwe Verlag. Mit neuem Cover und ja, neuer Aufmachung.
richtig, richtig, richtig geil. Die haben es endlich mal gecheckt, wie cool, wie toll Daphne Unruh schreiben kann. Und dementsprechend ein Hoch auf den Löwe Verlag. Ja, das ist ein kleines Spin-off aus dieser Welt von Daphne Unruh, dieser Zauberwelt. Und spielt ein paar hundert Jahre vor der eigentlichen Story und zeigt das Leben eines der Mitglieder des Hohen Rats dieser Zaubererwelt. Da zeigt es eben, ja. Ich lese euch das auch mal ganz kurz vor. Dass ich sterben sollte, entschied sich um einen extrem heißen Freitag Nachmittag im Mai 1540. Ranja, feuerbegabt und Mitglied des Rats der Akademie der Elemente, lebt seit über 500 Jahren in der magischen Blase von Berlin. In diesem Band erzählt sie von ihrem Leben als 16-jähriges Mädchen im mittelalterlichen Wittenberg, von ihrer ersten großen Liebe, den seltsamen Fähigkeiten, die sie plötzlich ausbildete, der Anklage wegen Hexerei und wie sie in die magische Welt gelangt. Ein gigantisch geiles Buch. Ich habe das mal auf einer Fahrt mit dem Zug nach München das erste Mal gelesen. Das war so schnell gelesen, weil es so fesselnd und so toll war. Einmal musste ich umsteigen, da habe ich mal kurz Pause gemacht, aber ansonsten, das liest sich im Vorbeigehen, das ist so cool. Und ich hoffe, es gibt noch öfters mal aus dieser Zauberwelt von Daphne Unruh um die Zauber der Elemente so ein kleines Spin-off-Schmankerl als kleine Novelle, Kurzgeschichte. Würde mich freuen. Dann haben wir neuntens Galaxie, ein Buch mit mehreren POVs-Perspektiven. Also falls ihr nicht wisst, was das ist, POVs, damit ist gemeint, dass im Prinzip ein Kapitel aus der Sicht eines Protagonisten erzählt wird und die das nächste Kapitel dann zum Beispiel wieder aus der Sicht eines anderen Charakters, Protagonisten. Ja, und das sich so wechselt. Und ich will euch heute mal eine Reihe zeigen. Ja, viele lieben die Reihe und manche hassen die Reihe. Wirklich viel dazwischen gibt's nicht. Aber ich lieb sie und es ist House of Night von PC Cast und Kirsten Cast. Und ich will euch hier mal zeigen, dass hier ist der fünfte und das hier ist der sechste Band, ne, aus dieser House of Night Reihe. Und genau hier endet die Ich-Perspektive von Zoe Redbird, der Protagonistin der House of Night Romane, und wechselt dann ab dem sechsten Teil versucht genau zur POV-Perspektive. Warum sie das so gemacht hat? Wahrscheinlich einfach, weil sie Schwierigkeiten bekommen hat in ihre ganzen Erzählstränge auf einen Nenner zu bringen. Das ist dann einfacher, du machst das über solche POVs und kannst im Prinzip dann mit jedem Kapitel im Prinzip wieder eine wechselnde Perspektive und einen Handlungsstrang nacheinander wieder aufzeigen. Deswegen, ja gut, House of Night. Wenn er zum Beispiel mal Herr der Ringe hernimmt, da ist es ja zwar nicht so in der Hinsicht, wie das POV eigentlich gemeint ist,
Ihr werdet feststellen, wenn ihr nur die Filme gesehen habt und dann mal Herr der Ringe lest, hier spielen ja große Handlungsstränge, sind dort getrennt und werden da erzählt, aber eben nicht von der Person an sich, wie man das bei den POVs eigentlich denkt, denn da wird meistens aus der Ich-Perspektive erzählt und hier ist es nicht ganz so. Aber egal. Kommen zu Zehntens. Raumschiff, ein Buch, dessen Titel ein toller Name für ein Raumschiff wäre. Boah, ich habe mir gedacht, irgendwie klingt die Altera oder irgendwie so verdammt cool. Dementsprechend nenne ich mein Raumschiff Altera. Ja, weil's cool klingt, finde ich. Und daher, ja, nennen wir das einfach mal Altera. Ja. Dann kommen wir mal zu den Leuten, die ich gerne taggen würde. Ja, irgendwie würde es mich freuen, wenn den Tag der Nick mal machen würde, der Buchtoaster. Lass mal wieder was von dir hören. Und ja, und die Leseeule Theresa, das könnte ich mir vorstellen, dass du das auch dass das auch einen coolen Tag bei dir geben würde. Und ansonsten, wen tagge ich dann noch? Ja, das war's eigentlich schon mal. Das reicht. Zwei Leute reichen das mal. Ja, in diesem Sinne, ja, ciao und lest mal wieder was.